Zeitunggeschichte teilzunehmen. Bevor ich Frau Rotraud Wittstock, Chefredakteurin der ADZ, das Wort gebe, möchten wir allen jetzigen und ehemaligen Redakteuren und Mitarbeitern herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag auszusprechen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und hoffen, das 100-jährige Jubiläum auch im Schillerhaus feiern zu dürfen. Sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrter Herr Paul-Philippi, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verehrte Gäste. Wir haben uns hier versammelt, weil wir den 60. Geburtstag unserer Zeitung feiern wollen. Wir haben Grund, das zu feiern. Zum einen, weil wir sagen können, es ist unsere Zeitung. Also weil wir, die Mitarbeiter, uns im großen Ganzen mit dem identifizieren können, was wir tun. Zum anderen aber auch, weil es keine Selbstverständlichkeit ist, dass eine Tageszeitung unter wechselnden Verhältnissen 60 Jahre lang überlebt. Und dass es gefahrvolle Klippen gab, die mit einiger Geschicklichkeit umschifft werden wollten, ist uns nur zu wohl bekannt. 1949 gegründet, hatte der damalige Neue Weg das vorgegebene Ziel, die kommunistische Ideologie in der deutschen Bevölkerung zu verbreiten und diese für den sozialistischen Aufbau der Gesellschaft zu gewinnen. Dass er es mit den Jahren geschafft hat, auch zu einem Sprachrohr und einer Institution der Deutschen in Rumänien zu werden und diese Eigenschaft auch über die Jahre hin zu bewahren, ist eine Leistung, die den langjährigen Chefredakteuren der Zeitung und den Redaktionsmitgliedern zu verdanken ist. Die Publikation wurde allmählich die Zeitung aller Deutschen in Rumänien. Die Zeit ist nicht allzu ferne, also sie liegt noch in unserem Erinnerungsvermögen, als sich in kleineren ländlichen Ortschaften, wo noch viele Sachsen und Schwaben lebten, täglich ein Ritual abspielte. Der Postbote einer solchen Ortschaft nahm seine prall gefüllte Tasche und steckte auf seinem Weg durch die Gemeinde in jedes Tor einen neuen Weg. Das ist heute nicht mehr so, wir alle wissen es, weil die Leser zum größten Teil nicht mehr in diesen Ortschaften leben. Aber auch jetzt noch kann man zuweilen die ADZ an unvermuteter Stelle antreffen. Eine junge Kollegin, sie ist auch hier im Saal, erzählte mir einmal, sie sei in Deutsch-Weißkirch gewesen, in diesem schon legendären Ort in der Nähe von Retz. Da hätte sie ein Souvenir gekauft und dieses sei in eine ADZ verpackt worden. Da sei sie mächtig stolz darauf gewesen. Der Neue Weg wurde also von den Deutschen in Rumänien als ihre Zeitung angenommen. Es war die erste überregionale Zeitung und sie hat wesentlich zur Herausbildung eines gemeinsamen Bewusstseins der deutschen Identität der Banater Schwaben, der Siebenbürger Sachsen, der Bukowina Deutschen, der Sachsen Schwaben, der Zipser und der Odrutscha Deutschen beigetragen. Ich sagte auch schon, das sei das Verdienst der Chefredakteure gewesen, die die Redaktion über lange Jahre hinweg geleitet haben. Sie beugten sich wohl dem Gebot der Stunde, ich meine dem politischen Zwang. Und jetzt muss hier erst Breitenstein genannt werden, der bestrebt war, jenseits der verpflichtenden parteiideologischen Artikel, dem Leser auch eine lesbare Zeitung anzubieten, in der sich dieser wiedererkennen konnte. Außerdem machte er, wie auch Chefredakteur Amt und Breitenhofer, seinen Einfluss in politischen Kreisen gelten
um sich für die Belange der deutschen Minderheit einzusetzen. Eine Tätigkeit, die nicht im Licht der Öffentlichkeit geschehen konnte und sich im neuen Weg nicht widerspiegelt, die aber bedeutende Erfolge verzeichnete. Ihr war es unter anderem zu verdanken, dass das kulturelle Leben und Brauchtum der Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben, dass das deutsche Schulwesen in Rumänien neu aufleben und gefestigt werden konnte. Emmerich Reichrath hat nach langjähriger journalistischer Erfahrung die Leitung des neuen Wegs unter veränderten Verhältnissen übernommen. Es war nach der Wende von 1989 und es war Gott sei Dank auch eine Wende in der Geschichte der deutschen Zeitung. So froh man darüber war, dass man nun in Freiheit Zeitung machen konnte, so groß wuchsen auch gleich die Sorgen. Es stellte sich zum einen in nachdrücklicher Weise die Frage der Finanzierung und dann auch des Personals. Denn unsere Kollegen verließen, wie die anderen Deutschen in Rumänien auch, in Scharen die Redaktion. Allen Unwägbarkeiten zum Trotz arbeitete Reichrath ein neues Konzept aus und ab 1993 erschien dann die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänen, eine in Inhalt und Layout moderner gestaltete Publikation. Aber es sind ja nicht nur die Chefredakteure, die eine Zeitung leiten. Ich muss hier den Namen noch eines Zeitungsmachers erwähnen, der uns erst kürzlich, irgendwie unbemerkt, aus der Redaktion abhanden gekommen ist. Es ist Hans Frank, der sich in den Ruhestand zurückgezogen hat und nach Hermannstadt umgesiedelt ist. Zu einem richtigen Abschied ist es nicht gekommen, weil man dachte, es wird sich noch eine regelmäßige Zusammenarbeit ergeben, zu der es vorläufig noch nicht gekommen ist. Es wurde somit versäumt, ihm in aller Form zu danken. Hans Frank und Emmerich Reichrath ist es zu verdanken, dass die Zeitung Anfang der 90er Jahre auf neue Grundlagen gestellt wurde. Mit der Gründung des ADZ Verlags, dessen Leiter Hans Frank war, wurde eine Struktur aufgebaut, die das Fortleben der Publikation sicherstellen konnte. Allgemeine Deutschen Zeitung für Rumänien. Heute ist es der Herausgeber und Eigentümer der Publikation. In dieser Eigenschaft ist das Forum wie auch die Redaktion daran interessiert, dass die ADZ nicht nur ein Vereinsblatt ist, sondern dass sie eine qualitätsvolle Tageszeitung ist, die umfassend über das politische, wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben in Rumänien berichtet und sich breitere Leserkreise erschließt, die alle umfassen, die an deutscher Sprache und Kultur interessiert sind. Zunehmend auch deutschsprachige Ausländer, die sich geschäftlich oder aus sonstigen Gründen in Rumänien niedergelassen haben. Ich möchte an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Redaktion danken, ob sie nun in der Bukarester Zentralredaktion oder in Temeswar, Hermannstadt, Kronstadt oder Reșița und Satna tätig sind. Ohne ihre tagtägliche Arbeit könnte die ADZ nicht gemacht werden und ohne sie könnten wir nicht an eine Zukunft denken. Das Jubiläum auf unterschiedliche Weise. Schon seit Jahresbeginn haben wir in der Zeitung wöchentlich eine Serie laufen, in der wir auf verschiedene Themen in der Geschichte des Neuen Wegs eingehen. In diesem Zusammenhang gilt unser Dank Wolfgang Rehner, der diese Serie zum Großteil erarbeitete, aber auch meiner Kollegin Hannelore Bayer, die gehaltvolle Beiträge dazu beisteuert. Mein Dank gilt auch unserer Kollegin Caroline Herr, die die Ausstellung über den neuen Weg und die Hand mit großem Einsatz und ausbauender Arbeitskraft zusammengestellt hat. Ich danke gleichzeitig dem Forum, das dieses Fest hier möglich gemacht hat. Ich danke der Leiterin des Schülerhauses, Frau Anka Bülow, die uns diese Möglichkeit geboten hat, das Fest in diesem Haus zu begehen. Ich danke Ihnen allen, liebe Gäste, die ich als Freunde der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien betrachte. Und weil man sich zum Geburtstag was wünschen kann, schließe ich mit der Bitte, liebe Freunde, gebt ihm zusätzliche Freunde für unsere Zeit. Ich möchte jetzt seine Botschafter bitten, dass er uns eine dabei ansieht. Sehr verehrten Damen und Herren, ich sehe, Sie stehen dicht gedrängt. Hoffentlich stehen Sie alle auch noch, wenn wir hiermit fertig sind hier vorne. Vielleicht können Sie ein paar Meter herantreten an uns, dann können noch mehr in Ausführungen lauschen.
Ich bitte vorab um Nachsicht, dass es noch etwas länger dauert, aber einige Worte müssen gesagt werden. Als ich die Einladung zu dieser Jubiläumsfeier bekam, stutzte ich, schon 60 Jahre ADZ, 1949, um mich dann zu erinnern, dass es auch im Sozialismus eine zentral herausgegebene deutsche Zeitung in Rumänien gegeben hatte, den Neuen Weg, mit übrigens weit höherer Auflage und weitaus mehr Propaganda, aus dem nach der Wende die ADZ entstanden ist. Eine nicht ganz unproblematische Tradition also, mit viel Diskontinuität, die heute gefeiert werden soll. Ich habe die Gelegenheit genutzt, mir ein paar Exemplare der Zeitung des Landrats der Front der Sozialistischen Demokratie und Einheit aus den 80er Jahren anzuschauen, die im Archiv der Deutschen Botschaft überdauert hatten. Auf der ersten Seite fast ausschließlich Lobeshymnen auf den Kondukator und entsprechende Zitate. Dazu auf Seite 2 Auslandsnachrichten, oft Schreckensmeldungen, die den damaligen rapiden Niedergang des Kapitalismus dokumentierten. Als Ausgleich und Trost finden sich Gott sei Dank Fotos der jeweils neu errichteten Neubaugebiete im aufstrebenden Rumänien. Mit den Lokalthemen, dort natürlich der Konzentration auf die deutschen Siedlungsgebiete, schien sich der Neue Weg nicht vom Mainstream des sozialistischen Zeitungsbetriebs abzuheben. Nicht bei den Themen und nicht in der Rhetorik. Sublimierte Versuche, die Zensur, zum Beispiel mit Adjektivierungen der eigentlich verbotenen deutschen Ortsnamen zu unterwandern, sind heute in ihrer Zartheit kaum noch erkennbar. Ich zitiere das Heldtauer Obstanbauinstitut in Chisnadie. Das alles zeigt, unter anderem dem Personenkult um Stalin und später Ceausescu, breiten Raum gegeben, die Zwangsarbeit in der Sowjetunion als Aufbauarbeit im Land des Sozialismus dargestellt, die Kollektivierung bejubelt und NATO sowie die Bundesrepublik Deutschland linientreu, selbstverständlich nach Kräften attackiert. Was gibt es also an den ersten 40 Jahren Neuen Weg zu feiern? Das hat sicherlich mit dem Mangel an anderen, an Alternativen zu tun. Es war in der Diktatur wichtig, dass es diese Zeitung überhaupt gab. Es war wichtig, dass die Deutschen in allen Teilen Rumäniens, denen es oft gar nicht gut ging, ihre Sprache lesen und praktizieren konnten. Es war das Jahrbuch, damals noch in alter siebenbürgischer Tradition Kalender genannt. Das ist es wohl, was die ersten 40 Jahre mit den dann folgenden 20 zu tun haben. Dass diese beiden Zeitungen in den letzten 60 Jahren die Identität der Minderheit täglich ins Gedächtnis rufen und für den Zusammenhalt der Deutschen in Rumänien und die Erhaltung der Sprachpraxis sorgten. Dann kommen wir vom Neuen Weg zur Neuzeit, zur Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien, die seit 1993 versucht, angesichts auswandernder Leserschaft und zunächst massiv sinkender Auflage guten, unabhängigen Journalismus für die Deutschen in Rumänien zu machen. Die ADZ ist mehrfach durch wirtschaftlich und personell prekäre Phasen gegangen, hat aber überlebt als letzter Mohikaner der deutschen Tageszeitungen in Südosteuropa. Die Auflage ist nicht besonders hoch, aber sinkt nicht mehr, und ich habe mit Freude erfahren, dass die finanzielle Situation stabil ist. Übrigens hat die Bundesregierung die ADZ seit ihren Anfängen finanziell und über das Institut für Auslandsbeziehungen auch personell unterstützt. Ich sehe die Perspektiven für die ADZ heute positiv. Die 2006 gestartete Modernisierung des Erscheinungsbildes und der Inhalte inklusive umfassender politischer Analysen, der ausgeweiteten Wirtschaftsberichterstattung und des Internetauftritts hat die ADZ zu einer besseren Zeitung gemacht. Das letzte Jahr mit seiner schmerzhaften, aber wohl auch heilsamen Kontroverse und die dann verworfene Umwandlung der ADZ in eine Wochenzeitung hat vielen, auch mir,
vor Augen geführt, dass die ADZ weiterhin eine wichtige Klammer für die teils weit verstreut lebenden Angehörigen der deutschen Minderheit in Rumänien ist. Die Flut von Leserbriefen pro Tageszeitung ADZ hat gezeigt, dass die Leserschaft sich für ihre Zeitung engagiert. Ich denke, dass das Deutsche Forum ist sich heute wieder genau bewusst, dass die Tageszeitung die Funktion eines Symbols einnehmen kann, welches die Identität und die Lebenskraft einer Minderheit nach innen und außen betont. Ich möchte ausdrücklich erwähnen, wie wichtig es mir scheint, dass der Elan für Reformen, der sich bei den Zeitungsmachern der ADZ und dem Deutschen Forum im letzten Sommer gezeigt hat, erhalten bleibt. Das Bemühen um besseres Marketing und um interessantere Inhalte hat, wie ich höre, schon erste Früchte gebracht, mehr Abonnements zum Beispiel. Ich wundere mich oft, dass die deutsche Wirtschaft im Land nicht öfter und großflächiger mit Werbung in der ADZ auftritt. Hier kann bestimmt noch einiges getan werden. Ansonsten gilt den Journalisten der ADZ meine Anerkennung. Sie müssen eine Zeitung machen, die tatsächlich jeden älteren und jüngeren Vertreter der Minderheit, deutsch sprechende Rumänen, dazu noch Experts aus Wirtschaft, Politik und Kultur ansprechen soll. Zudem soll die ADZ gleichzeitig überregional und lokal sein. Da auf einen Mittelweg zu treffen, ist keine einfache Aufgabe. Ich denke, Sie finden derzeit eine ansprechende Lösung, die wir nicht alle, so doch viele zufriedenstellen kann. Aus meiner persönlichen Sicht sind übrigens die politischen Analysen in der ADZ im rumänischen, europapolitischen und internationalen Kontext eine Bereicherung der hiesigen Presselandschaft. Solche konzisen Darstellungen finden sich kaum oder praktisch nie in der rumänischen Presse. Sie stellen wirklich einen erheblichen Mehrwert dar, meines Erachtens. Ich wünsche der ADZ also viel Erfolg für die Zukunft. Wir alle hoffen auf weitere Jahrzehnte mit einer deutschen Tageszeitung in Rumänien. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Botschafter, für diese wirklich schönen Worte, die, ich glaube, den ADZ-Mitarbeitern auch etwas Mut machen. Und bitten Herrn Walter Lippi, den Ehrenvorsitzenden des Forums, für uns auch. Hochverehrte Botschafter, liebe Freunde, vor 10 Jahren schon hatte ich die Ehre, die Freude und die Gelegenheit, der ADZ zu ihrem damals 50-jährigen Geburtstag zu gratulieren im Namen des Forums. Das Forum war damals knapp 10 Jahre alt. Die ADZ hat in einer Zeit Forumsstelle vertreten, in der es keine legitime Vertretung der deutschen Gemeinschaft Rumäniens in diesem Lande gab. Sie hat es getan unter Verhältnissen, die ganz schwer erscheinen ließen, Anliegen der deutschen Minderheit zur Sprache zu bringen, wo doch auf den ersten Seiten, wie Herr Botschafter es auch erwähnt und nachgelesen hat, die Reden des Diktators übersetzt werden mussten, wo die Pflichtaufgaben von der Partei genau vorgezeichnet waren. Und sie hat es dennoch verstanden, zwischen den Zeilen und in den Lokalnachrichten oder in dem Kulturteil so viel für die deutsche Minderheit, im Interesse der deutschen Minderheit, im Sinne dessen, was die Deutschen in Rumänien dachten, zu bringen, dass von hier aus Kraft ausging. Ich selbst bin ja erst seit 1979 in Rumänien wieder ansässig geworden und habe in den Jahren, in den 50er, 60er, frühen 70er Jahren erlebt, wie die Menschen in Kronstadt und Hermannstadt und in Temeswar mit diesem neuen Weg lebten, wie wichtig der war für das Durchtragen der Anliegen
so verborgen, dass vielleicht Außenstehenden nicht leicht deutlich wurde. Hier wird im Sinne der deutschen Minderheit auch Politik zwischen den Zeilen gemacht. Ich kannte dann auch einige der Mitverantwortlichen und habe sogar Gelegenheit gehabt, ja, mit dem Chefredakteur Ernst Breitenstein wiederholt im Auftrag von Verantwortlichen aus der deutschen Minderheit Gespräche zu führen, von deren Ergebnis ich weiß, wie dieser Mann sich innerhalb der Kommunistischen Partei dafür eingesetzt hat, dass nicht die Direktiven, die von oben gekommen waren, zur Ausführung kamen, sondern dass Variationen, Veränderungen eintraten. Ihm, den ich dann unmittelbar nach der Wende auch, wie soll ich sagen, die Ehre hatte, zu begraben, obwohl ich nicht wusste, zu welcher Konfession er gehört. Aber ich tat das als evangelischer Pfarrer, ohne die Deckung des Kirchenrechts hinter mir zu haben, weil ich von ihm überzeugt war, dass er ein Mann war, der mit großer Gewissenhaftigkeit den Interessen derer zu dienen bereit war und bestrebt war, die zu den deutschen Gemeinschaften Rumäniens gehörten. Seit 1989 sind wir nun mit der ADZ oder mit den Ausläufern des Neuen Wegs als deutsches Forum im Gespräch gewesen. Wir waren dankbar für die neue Form, in der die ADZ sich verjüngt hat. Wir haben auch die Sorgen geteilt und teilen sie noch, die mit der wirtschaftlichen Zukunft der ADZ verbunden sind. Aber wir sind auf den Wegen der letzten 10 Jahre notwendigerweise und natürlicherweise immer näher zusammengerückt, bis dahin, dass wir nun auch die Herausgeberschaft der ADZ übernommen haben. Denn de facto muss es ja so sein, dass ein Träger hinter der Zeitung stehen muss, der nicht nur durch die Redaktion vertreten wird, sondern der ein Willensträger einer Gemeinschaft ist. Wir haben zusammengefunden und ich hoffe, dass es uns gelingt, auch noch über nächste Jahrzehnte im Interesse der deutschen Gemeinschaften Rumäniens die ADZ zu fördern, zu tragen und, wenn es ja geht und vielleicht muss es gehen, sie weiter zu verbreiten. Denn es heute so weit ist, heute sagte mir einer das, dass in der Heldauergasse in Hermannstadt keine ADZ mehr zu kaufen ist an den Zeitungsständen, dann ist das ein Fehler, der noch ausgewetzt werden muss. Wir haben noch genug zu tun und wünschen uns mit der ADZ zusammen einen fruchtbaren Weg gemeinsamer Arbeit. Ich freue mich sehr, Sie heute zum 60. Jubiläum der ADZ begrüßen zu dürfen und möchte Sie herzlich einladen, in unserer Ausstellung zu 6 herzigen Zeitungsgeschichten auf Zeitreise zu gehen. Sehr viel möchte ich dazu nicht sagen. Sie finden viele Informationen auch dort, die Wege waren auch schon lang genug. Ich möchte an dieser Stelle aber noch kurz danken allen Mitarbeitern der ADZ, dem Institut für Auslandsbeziehungen, dem DWW, der SINESPA und den Studenten und Schauspielern aus Rumänien, die diese Ausstellung ermöglicht haben. Mulțumim frumos, doamne Beatrice Popescu de la Televiziunea Romana.
sine sicer, studentilor și actorilor români care ne-au sprijinit în realizarea acestui proiect. Cult unterhaltung pe care. Die Ausstellung können Sie in Bukarest noch bis zum 24. März sehen und danach in Hermannstadt, Tennisvar, Satna und Kronstadt. Caroline, Sie verdienen einen Blumenstrauß für diese Ausstellung. Danke. Ihren Arten und Ihre Chance. Wir haben jetzt einen Glassekt und können auf Ihre Sache Zeitung anschließen. Zunächst einmal bitte ich die ADZ-Mitarbeiter hier, wenn es so ein Geburtstagsfoto ist. Schön. Die Vergangenheit sehen, aber auch für die Zukunft. Wir haben dazu verschiedene Gäste eingeladen zu Wortmeldungen. Und, aber nachher haben wir auch Zeit für Diskussionen. Es gibt dann noch eine Lesung. Benjamin Joja wird das seine Kolumnen lesen. Und nachher wollen wir Ihnen einen Film präsentieren, den das die deutsche Sendung des rumänischen Fernsehens anlässlich der 70-Jahr-Feier gemacht. Wir beginnen mit den Wortmeldungen und bitten Herrn Dr. Klaus Fabricius, uns einiges zu sagen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier im Hause der deutschen Minderheit in Bukarest, im Friedrich Schiller Kulturhaus. Es ist eine Tradition, ein traditionelles Haus, genauso wie die Zeitung. Und ich möchte auch all denen, die es nicht wissen, sagen, dass auch der Sitz des Forums von Bukarest in diesem Haus ist. Den Glückwunsch zum 60. Geburtstag unserer deutschen Tageszeitung vom Vorsitzenden des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien haben Sie sicher alle gelesen. So soll ich von Klaus Johannis nur noch viele Grüße übermitteln und das Bedauern, dass er heute nicht dabei sein kann. Als Vertreter des Pressebeirates des Forums möchte ich alle Teilnehmer des ADZ-Symposiums einen Blick zurück, einen Blick nach vorne begrüßen. Und möchte ganz besonders den Mitarbeitern der ADZ und des Neuen Wegs, dem dieses Symposium ja gewidmet ist, noch einmal begrüßen. Der Neue Weg war nicht von Anfang an unsere Zeitung, sondern ich glaube, es wurde unsere Zeitung erst mit dem Kommen der jungen Mitarbeiter der Zeit, das waren die 60er Jahre, glaube ich, ja, die jungen Mitarbeiter haben in der Zeit einen neuen Schwung in die Zeitung gebracht und viele sind auch der Zeitung treu geblieben, obwohl sie und sie haben heute alle schon weiße Haare. Ja, denen möchte ich, die möchte ich dafür ganz besonders erwähnen. Die Zeitung wurde nach und nach ein Symbol unserer Minderheit. Obwohl wie die Zeitung erschien, konnte ich gerade schreiben und lesen. Und sie war bei uns im Hause, meine Mutter war im Lehramt, also war die Zeitung obligatorisch abonniert und ich weiß, dass wir die Zeitung immer nur von hinten angefangen haben zu lesen, also zuerst die letzte Seite und dann wurde die Zeitung sozusagen nachgeblättert, ja. Dass die Zeitung auch zu einem Symbol geworden ist, möchte ich noch nach der Wende erwähnen, wie wir von den Angehörigen der Partei Großrumäniens als Neuer Wegler genannt wurden, unsere Minderheit.
wir haben einen neuen Weg eingegangen. Wie es Wagner damals so gerne aussprechen wollte. Wir sind den Weg gegangen und ich glaube, der Weg war auch der richtige. Auch die Namensänderung der Zeitung, die damals nicht war vom Neuen Weg in die ADZ umgewandelt wurde, war eine richtige Entscheidung mit dem neuen Namen. Es gab auch damals einige Diskussionen, die allgemeine deutsche Zeitung. Ist es eine Zeitung der deutschen Deutschen oder ist es eine Zeitung der Deutschen in Rumänien? Das war aber eine gute Auswahl und ich glaube, obwohl ich da überhaupt keinen Beitrag hatte bei der Namensgebung, es war also richtig. Die Zeitung war auch eine Informationsquelle für die Diaspora und ich meine hier nicht die Diaspora im Ausland, sondern die Diaspora in Rumänien. Es war eine Zeit, wo wir als junge Absolventen in alle Ecken des Landes geschickt worden sind und die Zeitung war eine Verbindung zu unserer zu unseren Heimatstädten und zu unseren Heimatorten. Und das sollen wir auch nicht vergessen. So ist es doch zum Demokratischen Forum der Deutschen aus dem Altreich gekommen. Denn viele, die zur deutschen Minderheit gehören, wurden in andere Gebiete Rumäniens verschlagen und sind dann auch dort geblieben. Ja. In den 60er und 70er Jahren war man noch nicht so beweglich. Ja, heute ist die Distanz zwischen Siebenbürgen und Banat fast überhaupt keine mehr mit den modernen Fortbewegungsmitteln. Aber das war früher nicht so. Früher waren wir froh, wenn wir ein Fahrrad hatten und der Weg mit dem Fahrrad aus dem Banat nach Siebenbürgen oder aus dem Siebenbürgen nach Banat zum Banat war nicht so einfach. Ja, wenn ich an die Zipser denke, die waren in unserer Zeit fast Exoten, ja, und sind uns heute ja alle viel, viel näher gerückt. Ich sollte eigentlich nur ein Begrüßungswort sprechen und soll die Zeitung nicht beurteilen oder kein Urteil ausführen. Und deshalb möchte ich nur einige Stichwörter erwähnen, die den Weg der Tageszeitung und den der deutschen Gemeinschaft begleiteten. Und da möchte ich sagen, Information, Zusammenhalt, Identität, deutsche Sprache, Schule, Kultur und da wir nicht nur von der Geschichte, sondern auch für die Zukunft ein paar Worte sagen sollen, möchte ich hinzufügen das Stichwort Unabhängigkeit, Ausdauer und Umfeld. Und vor allen Dingen, was wir sehr an unserer Zeitung bewundern, die Sachlichkeit. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit für diese Einführung. Wir danken Herrn Fabricius für diese Worte. Ich schlage vor, dass wir die Diskussionen nach den Wortmeldungen machen. Und ich bitte Herrn Ewald Zweier, der hat angesagt. Ewald Zweier ist schon im Gründungsjahr des Neuen Wegs zu der Zeitung gekommen. Er war nicht gerade bei der Gründung dabei, aber sehr bald danach. Und er wird uns einiges zu erzählen haben. Ich hoffe, laut genug zu sprechen und werde nicht sitzen. Ich begrüße Sie herzlich.
und werde erzählen und probieren, aus einer subjektiven Betrachtung heraus eine objektive Darstellung zwischendurch zu geben, gerafft natürlich. Und zunächst beginne ich mit dem Fragesatz, wieso bin ich heute hier? Die Idee zu diesem Anlass hier zu sein kam aus der Herrensviertel Zeitung, die schon vor einigen Wochen auf diese heutige Begegnung hingewiesen hat in einer Information. Dann kam die Einladung aus Bukarest, für die ich herzlich danke. Beides, die Idee und die Einladung, hat auch für mich etwas mit Nostalgie zu tun. Bei einigen der hier Anwesenden, denen es vielleicht ähnlicher geht, darf und sollte ich mich aber entschuldigen, dass ich überhaupt da bin und Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nehme. Denn zur Allgemeinen Deutschen Zeitung habe ich in den letzten Jahren wenig Kontakt gehabt, was man als Treulosigkeit interpretieren kann. Und Glückwünsche auszusprechen von Hans und Hedy Frick, Edmund Höfer, unserem lieben Mundi, von Jörg Winkler, den alle früher als den Gitze gekannt haben, Ernst C. Schnetzler, unserem lieben Sami C. Schnetzler, übermittelt wurden und von denen einige hier zu sehen sind. Es waren 30, ich glaube etwas weniger als 10, habe ich auf den Tafeln erkannt. Kurz zu meiner Person, die viele mich ja nicht kennen. Ich bin im Februar 1932 in Bukarest geboren, war in der evangelischen Schule in der Lutherana bis 41, dann Hermannstadt. 1947 gab es dann ein Liceo Evangelic Bukarest, LEP hatte ich hier auf dem Arm aufgenäht, auf der Uniform, und das war das Liceo Evangelic Bukarest, das aber durch die Schulreform im 48 schon nicht mehr weiter bestehen konnte. Das war die 6. für mich, und die 11. Klasse war ich dann im Quartier Dudest. Dort war ich im Liceo Matei Basarab. Ab dann habe ich alles ohne Frequenz gemacht. Auch die 12. Klasse, das Gymnasium absolviert, Baccalaureat, Landwirtschaft studiert, ganz fertig, und Germanistik dann fertig, aber doch quasi Fernstudent. Ich war so Abendstudent, Fernstudent, bis ich nach Fernstadt bin. Ich bin der Älteste von 10 Geschwistern. Mein Vater war deutscher Musiker und Buchhändler in Bukarest und Hermannstadt. Und so war ich schon als 12-jähriger Buchhändler erwerbstätig. Mein Vater an der Front, später hat er andere Ereignisse in seinem Leben gehabt und hat für die zahlreiche Familie das tägliche Brot. Als Forstarbeiter, 17-jährig tätig, und wollte überwintern in der Stadt. Und da hat Werner Bosse, der damalige Korrespondent in Hermannstadt, mich angeworben für den neuen Weg. Aus dieser einen Überwinterung sind dann 41 Jahre journalistische Tätigkeit geworden. Ich wollte Forstingenieur werden. Davon übrig geblieben ist nur mein Pseudonym, Felix Förster, weil mein erster Chef in Bukarest, der verantwortliche Redaktionssekretär Wolfram Acker, es nicht für richtig gesehen hat, dass Zweier zweimal in derselben Zeitung ist. Also muss ich auch ein Pseudonym. Die Sache mit der ersten Stunde hat Frau Richter schon gesagt, die stimmt nicht so ganz, aber ersten Berichte her. Vor genau 40 Jahren im Dezember habe ich in dieser Stadt meinen ersten Bericht für diese Zeitung geschrieben. Wie oft muss die gedruckte Zeitung vermissen, was gestrichen wurde? Wie oft haben wir auch in unseren Neuer Weg-Untersuchungen nur die halbe Wahrheit sagen dürfen. Letzte Nacht erschien am 24. Dezember 89. Ich habe da noch ein ganz kurzes Schlusszitat.
Vielleicht ist es nicht falsch, die Existenz dieser Zeitung in drei Etappen zu je 20 Jahren aufzugliedern. Zunächst mal Organ des deutschen antifaschistischen Kommunikations, danach der Volksräte, die Bezeichnungen wechselten, PUC, PDUC, die Demokratie wurde dann auch noch hineingepresst in die Einheit. Und es war ja also formal kein Parteiorgan, aber im offiziellen Teil der Zeitung, im vorderen Teil der Zeitung, war doch die Hälfte und mehr als die Hälfte Pflichtmaterial, eine strikte Gleichschaltung zu befolgen. Und die meist fürchterlichen Leintücher hatten wir zu übersetzen, und zwar immer am Tage oder in der Nacht. Und hatte die Abteilung verifizieren und konfrontieren. Das waren 3-4 Leute, die das gemacht haben, damit der Text ja genannt. Und das waren auch Texte aus Moskau und auch nach Stalins Tod noch immer große Leintücher aus. Nach einer Melodie. Dann sperren die Truden den Zucker und den Kaffee mit ein. Die Trude Hartner, Chefsekretärin, die Trude Galambos, Chefsekretärin, beiden Sekretärin. Auch unsere hochverehrte Gertrud Monferrato ist ja eine Trude, aber die hätte sowas nicht getan. Ganz bestimmt. Die Amsterbibel, der war doch sehr froh, als er das weiter gehabt hat. Heinrich Lauer, Helmut Schiebel, sehr groß, Ivetti Mai, kurz war auch der Fritz Mollner in der Landschaft. Der hat sich dann doch mehr und besser. 50 haben wir geheiratet und hatten im vorigen Jahr schon unsere Hochzeit. Und Bilder von der standesamtlichen Trauung sehen Sie hier in Ihrer Ausstellung. Die hat der Paul Schuster gegeben. Ich war hoch überrascht, dass ich meinen Bruder, meinen Vetter und alle als quasi neuer Wegredakteur auf diesen Bildern erkennen kann. Aber er hat das wahrscheinlich nicht gewusst, welche Bilder er da gibt. So, es war kein Honigleck in jener Zeit, Landwirtschaft zu schreiben. Kaum journalistische Entfaltung möglich. Nun ja, Post und Sport, aber was wir zuweilen daraus gemacht haben, zum Beispiel die hochinteressanten kritischen Briefe, die mit einem Kuschwanz, Tschirke, unterschrieben waren. Bratsch hat immer gefragt, wieso Tschirke, das ist ein Hütchen auf Ungarisch. Naja, aber die Rekordgurumänens, die 10.000 Liter Milch pro Jahr gegeben hat, die hieß eben Tschirke und war im Bananen. Und diese Sachen haben wir natürlich oft sehr kritische Sachen, die auch eingeschlagen haben. Wir haben Untersuchungen gemacht, Porträts tüchtiger Landsleute, und das war bestimmt nicht das Schlimmste in schlimmer Zeit. Das war abarbeiten müssen von 14 bis 22 und sogar bis 23 Uhr, der war auch nicht einfach. Es war vielleicht nicht unbedingt nötig, dass alle Leute, viele auch Vormittag, um die dringenden Sachen zu schreiben, und dann Nachmittag erst recht da sitzen mussten. Und Franz Storch, der die Leitung des Staatsaufbaus in der Bifeabteilung hatte, und ich war mit der Landwirtschaft auch in der Sala Pitalmosch, das ist ein guter Kilometer von der Bresoiano, und ich erinnere mich, dass wir sehr oft Manuskripte unter dem Arm oder in einer Mappe mit Storch im Laufschritt bis in die Bresoiano gelaufen sind und außer Atem noch knapp in die Sitzung kommen konnten. Kaplinde, weil ich ja lange Zeit unverheiratet und auch Heimärztester war, konnte ich und durfte ich 2 oder 3 Mal in der Woche machen. Und das war auch nicht immer das Angenehmste, zwischen 2 und 6 Uhr mein Blut und keine Milch. Die Milch hat nur der Schussi, Arthur Schuster, unser Handballtormann und polygraphischer Sekretär, wie er damals gehissen hat, bekommen praktisch von der Druckerei, denn der hat ja als Verbindungsmann zwischen der Redaktion und Druckerei vielleicht noch etwas mehr Blei schlucken müssen in der Universum. Ja, und trotzdem lebe ich noch und andere auch. Willi Potocznik, ein Stationistler, Lia Marco Gross, Hans Auner, der Lize Windler, der Gerry Nergroth, die Rita Zahler, die Fricks und viele andere noch von der alten Garde. Die meisten, die ich jetzt erwähnt habe, sind in Deutschland. Fast glaube ich, ich habe eine einzige unserer alten Dekramen hier erwähnt, die hier sind.
Der anderen gedenken wir zuweilen. Es sind viele, die bei dieser Zeitung über Jahre Dienst getan haben, ausgehalten haben, keiner guten Sache gegeben haben und dennoch für das eigene Lesepublikum in Banat und Siebenbürgen, in Bukarest und in der Bukowina fleißig gearbeitet haben. Einige auch mit Talent und mit journalistischer Meisterschaft. Über die Zäsuren aus dieser ganzen Zeit und so weiter, die wollen wir jetzt nicht mehr, springe ich. Es waren bestimmt auch Zeiten der Lockerung, der kulturellen Lockerung. Wir sollen nicht vergessen, wenn im Jahre 68 eine Zeitung mit dem Namen Hermannstädter Zeitung erscheinen konnte, ist das mit ein Beweis dafür. Und dass nicht nur das Wurzelhofen, sondern alle, auch die kirchlich gebundenen Volksfeste in Banat, Kelber und so weiter, die ja praktisch das ganze Jahr verteilt sind, erlaubt waren. Ab 69. Diskussion nach. Und das sind plus Kriterium Verlag, Deutsche Fernsehsendung, Hans Liebhardt, plus alles andere, wo der Neue Weg eine Art Pepiniere war und den Storch, den Liebhardt, den trotzdem Margarine Berwanger und auch mich hergegeben hat. Und er hat nicht seine schwächsten Leute hergegeben, er hat sich schwer getrennt von den Leuten, die da neue Medien, neue Publikationen aufzubauen hatten. Freilich, und ich wage es zu behaupten, und ich werde bestimmt in der Diskussion widerlegt werden, dass es nicht nur einen Prager, sondern auch einen Bukarester Frühling gegeben hat für kurze Zeit. Ich werde bestimmt Gegenstimmen hören. Diese Ortsbezeichnung, die eigentlich nur auf Brasov und Sibiu ausgerichtet war, die Ungarn kaum betroffen hat, die war ein Schlag und ab dann war es schwerer. Ich hatte das große Glück, nachdem ich 7 Jahre bei der Hermannstädter Zeitung gearbeitet habe, und ich muss schon sagen, dass das meine fruchtbarsten und schönsten Jahre waren, das große Glück, zurückzukommen und einen, wenn zum erweiternden Posten als Publizist, Kommentator zu bekommen. In Wirklichkeit war ich Reporter itinerant in Siebenbürgen und in vielen anderen Teilen des Landes. Ich bin im 77 nach Simnica und nach Craiova und natürlich Bukarest nach dem Erdbeben gekommen und habe da jeden Tag größere Reportagen zu schreiben gehabt. Ich habe eine Reportagenserie den Altleck entlang durch das Seglergebiet und weiter bis zur Donau geschrieben und dann habe ich zusammen mit und ohne verschiedenen Lokalkommentare, alternativ mit Engel und Konchitzki, keine Nacht jetzt, keine Übersetzung von Leintücher. Nur wenn es ganz dicke kam, hat man mich auch nach Bukarest gerufen zu verstärken mit der Truppe. Ich durfte über Schule, über Musik, über Handball, über Reitsport, über alles Mögliche schreiben. Szene mit und ohne Partner, mit Oskar Bock und Paul Winder und anderen im Kochelland, vor den Stadtmauern. Hermannstadt, rund um die Stadt, Hermannstadt, Inspiration aus Sigeros und Vorarlberg, aktualisiert. Und zum Schluss am Rande des Kreises. Man suchte Themen, die unverfänglich waren und wo man sich dann nicht, weil man ja inzwischen mit seinen Überzeugungen schon ein bisschen sich gewandelt hatte. Und dann am Rande des Kreises haben wir mit dem Bock gesagt, bei der 22. Das ist ja am Rande des Abgrunds und wir sollten. Elisabethstadt war schon fertig, das haben wir sogar am 21. Dezember noch per Teres gegeben und am 22. wenn die Publikationen in Bukarest und Reschica ausgefallen waren wegen der dortigen Ereignisse und man hat da nicht gewusst, was wirklich kommt. Und die 23. sollte sein aus Kirch, rumänisch Kurciu. Dorthin sind wir nicht mehr gefahren. In der Nacht kam ein Anruf vom Reichsrat, ich soll doch den Tag beschreiben, wie ich ihn erlebt habe, den 22. Dezember. Ich hatte weder den Auftrag noch den Mut bei den ganzen Schießereien in Hermannstadt. Ich war dabei zu sagen, oh ja, meine Frau hat mich weggezogen. Pass auf, die nicht. Und dann habe ich das geschrieben in der Nacht und um 3 Uhr, von 3 bis 6 Uhr, dann habe ich natürlich die ganzen Karamitro-Fernsehsendungen, das Ganze im Fernsehen
übertragen, dass die ganze Welt gesehen hat, was dort war, in Bukarest und so, verfolgt. Und um 6 Uhr früh habe ich dann per Telex, das war dann schon etwas moderner als vorher, zur Cefere tragen die Briefe in der Nacht. Das muss ich immer noch sagen. Die Briefe im Oktober, November, Dezember, die in der Nacht, größere Texte durften ja nicht per Telex gehen, war zu teuer, musste ich zum Zug, der um 12:30 aus Hermannstadt nach Bukarest fuhr, und um 6 Uhr früh hat die Dienstfrau dann die Briefe zusammengeklappt bei der Mischkar. Und die habe ich dann dem Chef und Trenoli gegeben, auf dem Mondolar Romanes, das war ein Aluminiumstück 5 L. Und auf dem Weg hin hingen Menschen in Zivil in den Bäumen auf dem Boulevard Victoria, wo der Kronprinz Nico seinen Sitz hatte. Und in den letzten Monaten haben sie nicht, ob's weiß ich wo, sondern auf den Bäumen beobachtet, was auf den fast menschenleeren Straßen tut. Also, man konnte erschauen, und jetzt beim Erzählen habe ich auch Gänsehaut. So, und jetzt ganz schnell, dritte, vierte Etappe. Also wir bitten 68 neue Jahre. Immer schwieriger wurde es, den Bedarf der Leserschaft gerecht zu werden, unsere Bedingungen zum Teil besser und so weiter. Und so weiter. Ja. Was in Hermannstadt noch war und so was, damals überspringe ich alles, aber mein schönstes Jahr bei der Zeitung Neuer Weg war dann das Jahr 90. Es begann damit, dass ich berichten durfte über den Besuch von Kanzlerin Dietrich Genscher mit unserem Bischof Albert Klein auf dem Großen Ring. Und das erste Mal wurde in der Hermannstädter Stadtpfarrkirche applaudiert. Das Tor bleibt offen. Vorher wurde nie geklatscht. Hermann Heinemann, Außenminister von Nordrhein-Westfalen, habe ich ein Interview in Michelsberg von ihm bekommen. Zugleich hat der dortige Pfarrer Bindel seine Frau und Kinder verabschiedet. Er ist dann noch fast ein Jahr geblieben, aber die sind am selben Tag weg. Das war im März 90. Und im April 90 durfte ich zum ersten Mal mit meiner Frau nach Deutschland fahren, zu ihren Verwandten. Ich war in dem Jahr 5-mal in Deutschland und bin jedes Mal zurückgekommen. 2-mal war ich dienstlich, 2-mal privat. Emigrant dann, der ich eigentlich nicht sein wollte, als Rentner von dieser Zeitung. Mein letzter Bericht war über Hans Thies zum 100. Geburtstag, Oktober 90. Der Mann wurde 106 Jahre alt. Im Juni 1990 habe ich aus Dinkelspiel berichtet. Ich war mit der Tanzgruppe der Rutentalschule dort, Reportage und ein Film für die Fernsehsendung, die damals kein Material hatten. Es war gerade in der Zeit der Bundesliga, als das dann gemacht wurde, und wir waren am 9. Stock oben, und ich habe dann die Gegend beim Schnitt gefragt, wo wollen wir heute übernachten. Naja, wir sind dann durch alle möglichen. Ich übersetze es für die Leute, die nicht dazu können. Wir danken Ewald Zweier für seine Vorstellung. Und bitten Herrn Hansi Barth nach vorne. Am 19. November am Vorschuss der Hermannstädter 500 Zutat seinerzeit ganz großer Roman, noch berühmter als Eginhard Schlachner heute. In West-Berlin wollte noch eine Geschichte des Neuen Wegs schreiben, zusammen mit Walter von Schitzkin, ebenfalls vom Neuen Weg fasziniert waren, auch von der ADZ noch fasziniert sind, sogar Leute, die nur ein, zwei Monate hier gearbeitet haben, schreiben das danach noch in ihren Lebenslauf hinein und halten es für wichtig. Also es war doch etwas mit diesem Neuen Weg. Jedenfalls, es war mehr als ein kommunistisches Listblatt, das man nicht zu feiern hätte. Es war eine Institution der deutschen Bevölkerung. Das hat Professor Philippi gestern sehr schön herausgefunden. Ich kenne auch die Jahreszahlen. Das Antifa wurde 1953 aufgelöst.
und das Forum, nehmen wir an, 1990 gegründet. 99. Forum 90, Ende Dezember, da steht in den Forschungen alles drin. Jedenfalls, in den Jahrzehnten dazwischen war der Neue Weg die politische Institution der deutschen Bevölkerung. Hier und in einer recht komplizierten Zeit, das wird man alles noch sagen und erzählen, wie viele Verbindungen, wie viele Winkelzüge, auch wie viel Kenntnis der damaligen Ideologie dazu gehört hat, sagen wir bei Ernst Breitenstein, um sich in diesem großen Getriebe zurechtzufinden. Jedenfalls konnte die Institution Neuer Weg viel mehr für die deutsche Bevölkerung hier erledigen als andere. Die Zeitung war natürlich auch zu einem Markenzeichen geworden, zu einem Brand, wie man heute sagt, für die deutsche Bevölkerung hier in Rumänien. Und wenn ich sage Institution, dann muss ich vorher zwei andere Sachen sagen. Unser Kollege Hans Fink in Deutschland hat diese sehr nützliche Theorie ausgearbeitet, der zwei Zeitungen, die es im Neuen Weg gegeben hat. Das kann bei der Aufarbeitung dieser 60 Jahre Geschichte sehr dienlich sein, denn ein wenig simplifizieren, ein wenig vereinfachen muss man ja, denn sonst kommt man ja gar nicht durch. Die dritte Zeitung, der dritte Teil der Redaktion, den Ernst Breitenstein betrieben hat, das war die unsichtbare Zeitung. Denn, ich finde auch jetzt noch manchmal in Zeitschriften abgedruckte Referate, Eingaben, Analysen, ich weiß nicht, aus welchen Archiven die das haben, und erinnere mich dann plötzlich, also an dem haben wir doch gearbeitet. Also diese Arbeit, die hauptsächlich Ernst Breitenstein betrieben hat, die ganz, ganz einfach unschätzbar ist. Das ist die unsichtbare Zeitung. In großen Zügen annehmen kann. Nehmen wir diese Auflage von 60.000 Exemplaren, 80.000 Exemplaren, einmal sogar 96.000 Exemplare, als der Ostblock in Prag einmarschiert war und das aus 60.000 oder 80.000 Exemplare haben. Der Neue Weg hatte das alles einmal. Es muss auch da ein Geheimnis gegeben haben, dass man das so machen konnte. Am einfachsten kommt man durch eine Werbelosung von damals durch. Wir hatten geschrieben, es gibt viele Zeitungen in dieser Zeitung. So hatten wir geschrieben. Und das war auch so. Also jede Nische wurde entdeckt. Alles, was man an Humor gemacht hat, der damals möglich war. Hugo Zein, Helmut Lehrer, an Wochenendzeitungen. Also alles, was die Bevölkerung nicht hatte, hat man versucht, durch den Neuen Weg zu... Also es wurde absolut alles genützt, um den Leuten etwas zu bieten. Heute fangen die Zeitungen an, eigene Bücher zu drücken oder eigene Almanache oder so. Also damals ist von Anfang an erschienen, 49 und bis 90 nonstop ununterbrochen. Kommt mit, darüber hat man schon geredet. Das war eine hervorragende Möglichkeit für die Leute zu schreiben. Sicher, es war auch eine Nische. Also wer den Comic geschrieben hat, den hat sich jetzt nicht so sonderlich kompromittiert. Aber trotzdem ist es noch immer die beste deutsche Reiseliteratur, die über Rumänien je gemacht worden ist. Ich meine, diese Tretmühle, das wird blöd gewesen werden in unserem Kopf. Wir waren nicht blöd, aber wir haben keinen anderen Ausweg. Dann auszuwandern. Und so sind wir dort geblieben und waren schon... Alles, immer was nötig war, Hans. Alles, was nötig war. Das ist doch ein Titel, nicht? Naja. Jetzt diese Aufarbeitung der Zeit. Auf der Bukarester Literaturschule, Mihai Eminescu später, kommt mir darauf heute manchmal vor, dass Leute, die diesen Besenkommunismus durchkämen, jetzt so gescheit sind, wie wir auf der Eminescu Literaturschule gegenüber Lev Tolstoi. Aber, na, auch das macht weiter nichts. Es ist schon gut, dass man beide Standpunkte durchsetzen kann. Auch das Zufügen am Internationalen Frauentag, Akte Merzog, der damals geschildert werden musste. Und dass man auch die anderen Sachen ebenfalls richtig sagen kann. Sehr viel interessiert es ja im Nachhinein sowieso nicht. Wenn wir aber Forschungsthemen verteilen, dann wäre ein gutes Forschungsthema Kulturerlage. Ich
Ich hatte einmal ein paar Monate Zeit, es hat sich nur ergeben, dass ich die Kollektionen der Kulturgalerien sind extra gebunden durcharbeiten konnte. Ich sage euch, es war eine andere Welt. Natürlich auch im Nachhinein, denn alle sind wieder im Nachhinein gescheitert. Aber eine andere Welt. Wenn ich dort schaue, was Bernhard Capesius, von Harald Krasser, von Professor Johann Wolff, von Dietz, einfach unglaublich, wie viel dort hineingenommen worden ist. Das war dann die erste Generation unserer großen Mitarbeiter. Die Theorie, die wir damals hatten, Heranziehung der deutschen Intellektuellen zum sozialistischen Aufbau. So war die Losung. Aber den Leuten hat es ja genützt. Der Erwin Wittstock hatte jetzt nichts mehr Besonderes aufzubauen. Aufgebaut hat er schon alles. Und die anderen haben ja sowieso da in der Fabrik aufgebaut, was sie eben hatten und konnten. Aber es war eine Möglichkeit für eine ganze Generation unserer ehemaligen oder damaligen großen Intellektuellen, wieder an die Öffentlichkeit zu treten, wieder etwas für die Bevölkerung zu tun, wieder etwas zu sagen und dann sehr viel aus der Geschichte oder Literaturgeschichte oder Kulturgeschichte herauszuarbeiten. Das ist ja eine endlose Arbeit, Herr Professor. Wie wir uns hier bemühen mussten, die siebenbürgischen Sachen zu studieren, wie wir uns bemühen mussten, die Banater-Sachen zu studieren, das hat man ja nie nirgends gelernt. Das war alles nur Arbeit, 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 dass man es sich aneignet, dass man es kennt. Das ist heute einfacher und leichter möglich. In der Kulturredaktion ist dann die Periode gekommen, wo wir sehr betont für diese sogenannte fünfte deutsche Literatur gearbeitet haben. Damals hat sich eine ganze Generation behauptet. Es ist eine weitere Periode gekommen, die hat hauptsächlich Emmerich Reichrath betrieben. Es war ja damals so, dass die jungen Autoren oder die jungen Journalisten keine eigene Politik machen mussten. Die Literatur war Ersatz für Politik und auch in der Periode hat der Reichrath insbesondere bestens gearbeitet. Auch durch den damaligen Neuen Weg wurde die Aktionsgruppe Banat gemacht. Auch durch den damaligen Neuen Weg sind viele Leute aus dieser Generation zu Autoren geworden. Und das war damals etwas. Die Politik kann das ja nicht. Die Literatur oder Kunst oder andere Sachen, das war ein Ersatz für Politik. Es war eine Möglichkeit, dass die Leute an die Öffentlichkeit getreten sind. Teilweise im Neuen Weg besser gemacht haben, was heute in der ABZ besser gemacht hat. Man muss sehr froh sein, dass uns auch die Kollegen aus Deutschland helfen. Man muss sehr froh sein, dass vernünftige Verbindungen, die man herbeischaffen kann. Das ist also wirklich leichter. Ja, was man sonst noch sagen könnte. Manchmal mit einem effizienten Arbeiten, aber auch viel mit unseren eigenen Leuten reden und so Äußerungen, Leute an die Öffentlichkeit bringen, was bei uns dann etwas weniger geschieht. Aber sicher auch da ist noch allerhand möglich. Was mir in der siebenbürgischen Zeitung besser gefällt, dort sind die rein siebenbürgischen Themen, insbesondere kulturgeschichtliches, hervorragend gemacht. Ich habe immer das reinste Vergnügen und bin immer froh, wenn die Rotrad mit dem Siebenbürgischen gibt. Ich kann dann dort studieren und schwelgen in der Vergangenheit, so viel ich nur will. Nur, was das Banat betrifft, dort habe ich auch vieles gern. Am liebsten habe ich in letzter Zeit die Jahrbücher, die der Walter Koschitz gemacht. Also dort sind dann so echt schwäbische Sachen ausgelüftet und gemacht, modern gemacht, auch Zeitgeschichte. Es wird auch von anderen noch betrieben. Also auch wieder eine Sache, die wir in der ADZ vielleicht besser machen könnten. Obwohl im Produkt einiges kommt. Als Kronstadt lese ich diese Seiten immer sehr gerne, aus der Kulturgeschichte oder aus der Geschichte sind. In der Banater Zeitung finde ich gelegentlich auch solche Sachen. Wir bitten Hans Frank, dass er uns etwas erzählt über
Übergang vom Neuen Weg zur Allgemeinen Deutschen Zeitung. Er war damals wirklich mit beteiligt. Er hatte, war schon beim Neuen Weg in einer Leitung und hat es dann wirklich geschafft, die Allgemeine Deutsche Zeitung mitzubringen. Also ich bewundere das gute Gedächtnis meines Kollegen Ewald Weiler und Hans Liebmann. Ich könnte das nicht so umgehen wie die beiden, denn wir sind hervorragende Erzähler. Aber ich habe das Glück, ich muss über eine jüngere Zeitspanne berichten. Und das ist auch sehr einfach, denn die Geburt der HDZ war reibungslos. Sie war auf alle Fälle viel leichter als der Start des neuen Weges, die postrevolutionäre Zeit. Das war damals eine kleine Katastrophe für uns, weil wir allein auf uns angewiesen waren. Als die HDZ gegründet wurde, hatten wir schon Partner, seriöse Partner. Da muss ich an erster Stelle im Zusammenhang mit der Gründung der HDZ, die Bundesrepublik Deutschland in Budapest erwähnen, und das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien mit seinen Regionalforen, Ortsforen und so weiter, die uns damals schon zur Seite gestanden haben. Es gab von da zunächst seitens des Forums und seitens der Botschaft nicht nur eine moralische Unterstützung, sondern auch eine substanzielle, finanzielle Unterstützung, ohne die die Gründung der ADZ nicht möglich gewesen wäre. Die Gründung ist schnell erzählt. Es war im Frühsommer des Jahres 1993, als uns der Verlag Presse Nationale, der gewesene Skandea-Verlag, der uns damals verwaltet hat, mitteilte, dass er uns finanziell nicht mehr tragen könne. Was war geschehen? Die finanzstarken Zeitungen, Blätter des Verlags, die hatten sich privatisiert, auch die Romania Libera und die Flatera, die waren abgesprungen. Geblieben waren die beiden Minderheitenzeitungen, der Neue Weg und die Ellere, die ungarische Zeitung, und ein paar Kinderzeitungen, die alle subventioniert wurden aus den Einkünften der großen, starken ungarischen Zeitungen. Aber die waren jetzt privat, die sind in privat, da war kein Geld mehr. Wir selbst waren schon zusammengeschrumpft, ein ziemlich kleines Team, was Gott sei Dank die Zeit, als wir hin und her gerissen worden sind zwischen Bleiben und Gehen, was in dieser Zeit bestanden hat. Also wir waren schon ziemlich stabil. Wir haben dann gesagt, ja, was machen wir? Ich habe dann mit Emmerich Reichert überlegt, wie und so, und die erste Idee war, eine Wochenzeitung zu machen. Aber wir sind nicht durchgekommen, bei den Kollegen, also noch nicht dabei geblieben, eine Tageszeitung. Und vor allem, die deutsche Botschaft hat es nicht unbedingt darauf bestanden, aber uns ziemlich nahegelegt, okay, mach doch eine Tageszeitung. Wir waren damals schon die letzte deutschsprachige Tageszeitung, nicht in Südosteuropa, in Osteuropa überhaupt. Es gab dann ein Gespräch, das unser guter Freund Klaus Brambach losgemacht hat bei der deutschen Botschaft. Und man hat uns gefragt, wie man denn diese Zeitung retten könnte. Wir haben ihnen dann eine Rechnung gemacht und haben gesagt, okay, wenn ihr eine Rotationsmaschine hättet, eine Maschine, auf der wir drucken könnten, dann wäre das schon allerhand. Die Druckkosten, das waren damals 80% unserer Ausgaben. Die Personalkosten, Riebach hat das schon erwähnt, die waren Kleingeld zu jeder Zeit. Heute habe ich verstanden, dass es das war, ich glaube, im Juni, Juli. Im August hat man mich angerufen und hat gesagt, übermorgen fliegst du nach Berlin. Da gäbe es eine Maschine, eine Rotationsmaschine, die müsse begutachtet werden und vielleicht klappt das dann. Ich bin dann nach Berlin geflogen, bin in die
Magazinstraße gefahren. Das war die Druckerei des Erich Honecker, die Druckerei des Staatsrates der DDR damals. Natürlich schon in Auflösung begriffen, denn die DDR gab es nicht mehr. Man hat dort alles verkauft, was da war an Maschinen. Und ich habe mir eine Maschine gezeigt, von der ich dann erfahren habe, von den Arbeitern aus der Druckerei, dass die zum Verschrotten dastand. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte eine Druckprobe sehen, denn einer sagt mir gar nichts, da kenne ich mich nicht aus, aber wenn ich dann ein Produkt in der Hand habe, dann kann ich sagen, wir kaufen ihn. Und das war nicht möglich, denn die Hälfte der Maschine hat gefehlt. Bestand ein, was weiß ich. Und da habe ich festgestellt, was man da alles braucht, an Ersatzteilen und so weiter, haben die Maschine nach Bukarest gebracht, im Forschungsinstitut in Cern, in Pantelimon, haben die Maschine montiert und bei der Gelegenheit eine Generalimprobe gemacht. Das war kurz vor Weihnachten, ist die Maschine, Weihnachten 1992 ist die Maschine angelaufen. Es gab zwischen Weihnachten und Neujahr einen Probedruck, Ausgabe der ADZ, gedruckt mit den Daten vom 5. Januar. Dabei war das rumänische Fernsehen, dabei war der damalige, der war die erste Ausgabe gemacht. Wie lange wird das noch dauern? Und siehe da, sie erscheint auch heute noch. Ich weiß nicht, ob wir beide damals überzeugt waren, dass die noch in der Einsatzzeit erzählte, erscheinen wird diese Zeitung. Ja, warum war das möglich? Es war möglich, weil inzwischen das demokratische Forum der Deutschen in Rumänien, das in den ersten Jahren noch auf ziemlich wackeligen Beinen stand und mehr mit sich selbst beschäftigt war als mit anderen Leuten, inzwischen eines, wenn 100 Lei gekommen sind, haben wir 100 Lei bekommen. Beim Skedea-Verlag, bei der Messer Nationale war das, wenn wir 100 Lei für 20% haben, die immer als Spesen. Ich könnte Lieder singen über die Hilfen, die wir im Laufe der Jahre von Horst Martin in Temus war mitteilen, dass unser Dank auch ihm gilt, denn ohne die Stiftungen hätten wir das nie hingekriegt. Denn wir haben am Anfang, hat uns IFA Stuttgart, schon IFA Stuttgart, denn IFA Bonn hat es nicht mehr lang gegeben, zwei Computer gegeben. Einer war für die Texterfassung da, daran wird für Bild verarbeitet und Umbruch. Sie können sich vorstellen, eine Tageszeitung mit zwei Computern zu machen. Windows 3.1, das war unsere Software zu jener Zeit. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben ein paar vorher begonnen, haben bis in die späte Nacht gearbeitet, den ganzen nächsten Tag und dann nach zwei Tagen war die erste Ausgabe fertig. Von der Hansa-Stiftung, auch die Adenauer-Stiftung. Also die einzige Stiftung, die uns nicht geholfen hat, war die Naumann-Stiftung. Die hat uns nur versucht, Personal abzuwerben. Aber alle anderen Stiftungen, die haben uns wirklich geholfen. Und dann, die ganze Liebhardt haben wir einiges gedruckt, ein Altscherband haben wir gedruckt und verschiedene andere Sachen, ich kann mich nicht mehr erinnern. Das waren Gelder, die uns so über Wasser gehalten haben. Aber das Allerwichtigste war, und ich betone noch einmal, die Leute, die für sehr, sehr wenig Geld außergewöhnlich viel hier leisten mussten. Hans Frank behauptet hat, wir haben ein schlechtes Gedächtnis. Wir haben von ihm sehr, sehr viel erfahren. Ja. Und ich bitte jetzt, falls jemand etwas sagen will zu diesen Beiträgen oder überhaupt zur Zeitung, zu öffnen die Diskussion. Ja, Herr Plosser, bitte. Ich will nur einen Satz hinzufügen zur Finanzierung. Die erste Finanzierung, die überhaupt keine Minderheit in der Medien bekommen hat, war die eine von der rumänischen Regierung. 1993 wurde dann der Rat der nationalen Minderheiten gegründet und
praktische Anstoß für die Finanzierung Minderheiten in Rumänien war die schlechte Lage der beiden Landesteile, der ADZ und der FDU. Das soll auch nicht vergessen werden. Ja, Frau Sabine. Ja, es war sehr informativ, was die Vorredner über die Vergangenheit des neuen Wegs und auch über die Zukunft der ADZ gesagt haben. Aber dennoch habe ich etwas vermisst. Hatte denn der neue Weg, analog der neuen Banater Zeitung, keine Partnerschaft mit einer Zeitung aus der DDR? Die NWZ hatte zum Beispiel eine Partnerschaft mit der jetzigen Ostthüringen Stadtzeitung aus Gera. Oder nehmen wir die Woche. Die Woche hatte ebenfalls eine Partnerschaft mit der jetzigen Oberfränkischen Zeitung in Frankfurt. Oder hatte der neue Weg, hatte der neue Weg keine Partnerschaft? Und dann ist darüber hinaus auch erwähnt worden, die Tätigkeit der politischen Stiftungen. Viele von Hasen unter Ihnen wissen das, aber vielleicht interessiert es auch die jüngeren Teilnehmer, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung als einzige politische Stiftung mit Unterstützung übrigens von Graf Lambsdorff, also der Bruder von dem damaligen Wirtschaftsminister, FDP-Mann Hans Frank, der hatte seinerzeit initiiert in den 70er Jahren den Journalistenaustausch. Und das war Rumänien das erste Land, mit dem die Friedrich-Ebert-Stiftung diesen Austausch bewerkstelligt hat. Und zwar haben wir Hospitanzen vergeben an Journalisten, sowohl vom Neuen Weg, von der Banater Zeitung, von der Woche und von anderen Printmedien, die es damals hier in Rumänien gab. Ich möchte Frau Bischof hier eine Aufstellung überreichen, wo Sie übrigens auch drauf sind, welche Journalisten die Ebert-Stiftung gefördert und unterstützt hat. Ich hoffe nicht, dass Sie sich derer schämen, dass diese politische Stiftung das geleistet hat. Das waren über 50 Hospitanzen, die wir in den Jahren 70 und 80 vergeben haben. Und ich meine, das sollte doch nicht unerwähnt bleiben. Ja, Sie haben da vollkommen recht. Es ist eine wichtige Erwähnung, die Sie da gemacht haben. Und übrigens, ja, Hans Frank will etwas dazu sagen. Liebe Elke, der neue Weg hatte Partnerzeitungen in 4 oder 5 Ländern. Der neue Weg in Bukarest, die neue Zeit in Budapest, das neue Leben, alles war neu, nicht in Moskau, und irgendeine polnische Und natürlich das Frankfurter Volk, das war das unser Partner. Es war eine der besten Lokalzeitungen, oder wie heißt es, Bezirkszeitungen, ganz gerne von der DDR. Eine ganz hervorragende Zeitung. Und die Partner, also die Journalistenaustausche, sicher für die Friedrich-Ebert-Stiftung war Rumänien der erste Partner. Aber für Rumänien war die Friedrich-Ebert-Stiftung der einzige Partner. Andere Journalistenaustausche gab es vor der Wende nicht, nur über die Friedrich-Ebert-Stiftung. Nochmal schönsten Dank, ich war auch dabei einmal. Also dank Ernst Reitenstein, der hat das ja damals alles initiiert. Ja, er war ja im Journalistenverband irgendwie. Aber es hat gerade eine gute Beziehung zu allen deutschsprachigen Zeitungen. Auch zu einer bulgarischen Zeitung hatten wir noch, das war die Zeitung der Türken, für die türkische Minderheit in Bulgarien. Ja, und wir hatten eine Zeitung, eine Zeitung mit Sprache, der Volkszeitung. Ja, ich habe vergessen, ich habe ja gesagt, ich habe nichts an das Gedicht. Den habe ich bis jetzt gehört über den neuen Weg und über die ADZ. Wunderschöne Worte, Erinnerungen, aber lauter Insider haben gesprochen, die bei uns täglich präsent waren, und zwar so wie die sächsischen Sprüche an der Wand. Sie kam täglich und ich habe also im Laufe der Zeit auch all diese Rubriken genießen können, angefangen von den Pionieren über die Jugend. Als Jugendlicher, egal welcher politischen Richtung, es gab ja nur eine offizielle politische Richtung, in Realität gab es ja viele andere Richtungen, die auch alle in der Zeitung
reflektiert wurden und beraten. Bücher, Rosen und Kinobesuche, da muss ich mir das selber verdienen. Und das taten wir mit mehr oder weniger Enthusiasmus auf der Staatsfahrt, bei Möhrenvereins und Heuwänden und all das. Und jetzt kam der Herbst, ich war in der 6. Klasse, zwischen 6. und 7. Klasse, kam der Herbst und ich hatte mein Budget noch nicht so aufgefüllt, wie ich es wollte. Und habe deswegen noch eine alternative Beschäftigung gehabt, das nennt man heute die Magnet. Ich habe Aldeisen gesammelt und verkauft bei der Sammelstelle und hatte das Glück in Rosenau beim alten ehemaligen sächsischen Rinderkrematorium, wo man die kranken Tiere verbrannte, dort hatten sich unsere Umfeldnachbarn, hatten sich schon bedient mit den Ziegeln, aber der Rost war geblieben, der Metallrost. Und den habe ich dann in mühevoller nachmittäglichen Arbeit und heimlich, damit nicht auch andere drauf kommen, habe ich das Eisen dort gewonnen und wollte es dann bringen zu der Sammelstelle. Habe einen Nachbarn mit 5 Le, dem ich auch beim Heumachen half, gebeten, mir seinen Pferdewagen für eine Stunde zur Verfügung zu stellen. Und wir haben das mit schwerer Mühe aufgeladen, diese Eisenstangen. Und große Enttäuschung, der Mann, der Verantwortliche von der Stelle war nicht da, trotz Programm. Das war eine Katastrophe natürlich. Ich bin mit dem Wagen wieder zurückgefahren, der Nachbar hat ein Einsehen, sagt, ich brauche den Wagen morgen nicht, das bleibt alles im Wagen, ich spanne nur das Pferd aus, mache meine Dinge und morgen Nachmittag kannst du es noch einmal versuchen. Habe ich getan, mit demselben Misserfolg. Und dann war ich verzweifelt und da regelrecht geweint. Sagt mein Vater, du kannst da hingehen und reklamieren und sehen und so. Aber im neuen Weg waren immer kritische Rubriken. Und man las die kritische Rubrik, es wurde allerhand beanstandet, dass dort das Programm nicht eingehalten wird, drüber der Mathe Sperz, der lässt sich was geben und so. Es gab ja diese Figuren von Helmut Lehrer und Hugo Zeim geschildert und in großen Bildbänden da. Und ich habe meinen Vater gefragt, wenn ich darüber schreibe in der Zeitung, was kann passieren? Das könnte passieren, dass es erscheint. Ja, und ich habe geschrieben, schön, mit Schönschreiben, 2, 3 Blätter zerrissen, das letzte dann weggeschickt. Die erste Reaktion war, dass ich ins Sprechzimmer gerufen werde, nach 4, 5 Tagen in der Schule. Und die Frau Direktorin Anna Marzella sucht dich einer hier, der Verwalter von der ICME, das war diese Institution oder dieses Lager, wo man all das abgeben konnte. Und das Treffen findet statt im Sprechzimmer, der Mann Fuchstasch und Wirt, stinksauer. Sie haben mir meine Existenz gefährdet, du, was sie. Du solltest dir nach der Schule sehen und nach der Pioniertätigkeit nicht dich kümmern um meine Arbeit. Ich sagte, du hast in der Zeitung publiziert, dass ich das Programm nicht einhalte, eine Lüge und so weiter. Es ist keine Lüge, ich habe Beweise und so weiter und habe die auch namentlich angeführt. Ja, dann ist er ruhiger geworden und hat mich dann schön gebeten, ich soll eine Schilderung dessen machen, dass es eigentlich nicht so stimmt und dass das eine Ausnahme war. Und ich kann gerne kommen mit dem Aldeisen, der stuft mich auch besser ein und ich kriege mehr Geld und so weiter. Daraus habe ich gelernt, dass die Presse eine Macht hat in Rumänien. Nicht mit diesen Worten und nicht so, aber das war die Erkenntnis. Nach ein weiteren paar Tagen bekomme ich eine Geldsendung von 24 Le 80, wenn ich mich gut erinnere. Dort war abgezogen das Porto, denn die Summe war 25. Und das war für diesen Bericht, für den ich höchstens eine halbe Stunde gebraucht habe, trotz Schönschreiben, trotz all dem, bitte noch Porto dazu ein bisschen, 40 Mark, habe ich 25 ganze Le bekommen als Honorar. Dafür musste ich 10 Stunden auf der Farm arbeiten und das bekam ich nicht ganz, und da wurden noch 3 Le fürs Mittagessen abgezogen. Ja, jetzt die zweite Erkenntnis war, intellektuelle Arbeit, wiederum nicht so gedacht und nicht so ausgeführt, schreiben kann eigentlich mehr einbringen als die Arbeit in der Landwirtschaft. Und dann ein bisschen auch mein ganzes Zukunftsbild verrückt, würde mich eher konzentrieren auf solche Arbeit. Und als Student dann war ich in Jasch und hatte einen sehr guten Mentor, den Dr. Horst Helge Fassel, den Sie bestimmt kennen, viele von Ihnen, persönlich auch aus der Presse, das war unser Assistent dort in Jasch und Mentor. Und der hat mich aufgefordert,
an Zeitungen zu schreiben. Wir hatten auch einen Literaturkreis dort in Jasch und ich habe dann berichtet an der Kinoz, an die Karpatenrutsche, und die haben nichts veröffentlicht, weil ich dann später auch hingegangen, um die zu bestrafen. Der neue Weg hat mir prompt und jeden Artikel unzensuriert, unverbessert und publiziert. Ja, was ich vergessen habe, zu meinem Artikel hat Helmut Lehrer auch eine Karikatur, und das war jetzt die größte Ehre, eine Karikatur gemacht mit einem Typen, mit einem Rucksack, einem Wanderstab, einem Edelweiß am Hut. Hinter ihm war das ein Haus mit dem Schild ICME und vor ihm war der Vucic. Und dann stand, das Wandern ist des Müllers los. Und mein Artikel war ja dadurch wahnsinnig aufgewertet. Und als Student habe ich dann mehrere Artikel publiziert da beim Neuen Weg, und da kam ein neuer Redakteur, der die Jugendzeit übernommen hat, das war der Martin Ohnweiler, und der hatte mich dann in einem Ding aufgefordert, eine ständige Kooperation und immer über das Wichtige in Jasch und so, was die Jugend dort macht, weil es waren relativ viele deutsche Banaten und Sachsen in Jasch, die dort studierten. Das haben wir gemacht, haben uns dann auch mit Freunden kennengelernt, und dann bin ich nach Rosenau, nach einiger Zeit nach Rosenau in die Schule gelangt als Deutschlehrer. Und dort, ich war nicht verheiratet, dort haben wir ein bisschen Kulturtätigkeit, Theatergruppe und so weiter, und haben aber immer auch darüber berichtet. Denn wenn etwas passiert irgendwo und keiner berichtet darüber, so wird das vergessen. Und es gab, jemand hatte mir gesagt, tu Gutes und schreib darüber. Und wir haben immer darüber geschrieben, und dann sind die von der Karpatenrutsche aufmerksam geworden, und der Genosse Eisenburger, damals der Chefredakteur, hat Hannes Schuster geschickt, nach Rosenau mich zu überzeugen, zur Karpatenrundschau zu kommen. Einzige Bedingung war Parteimitglied. Das wollte ich nicht, und so bin ich im ersten Anlauf nicht zur Karpatenrundschau gekommen. Aber wir haben das Jahr verloren. Im nächsten Jahr kamen die von der Schule und sagten, wir haben zu wenig Kommunisten unter den intellektuellen deutschen Zunge, also müsst ihr zwei, der Turnlehrer und ich, wir waren Deutsche im Gymnasium dort, ihr müsst unbedingt in die kommunistische Partei eintreten, sonst müssen wir euch entlassen. Wir haben hin und her gefeilscht, und es war ein kluger Direktor, der sagt, wollt ihr gegen den Strom schwimmen, kommt, werdet, und dann kriegt ihr sofort eine bessere Gehaltsklasse. Haben wir gemacht, aber ich habe gesagt, als erstes, ich gehe jetzt einmal zur Karpaten und schaue, ob die mich noch brauchen. Und die brauchten mich, und so bin ich dann hingekommen. Also ich habe sehr vieles dem Neuen Weg zu verdanken, und darum wundere ich mich eigentlich, dass so wenig, oder gut, nicht so wenig, dass es nicht unanim einen Aufschrei gegeben hat, wie eine Zäsur auftreten sollte, und wo diese Tageszeitung aus irgendwelchen Gründen, die mir auch heute nicht klar sind, aufgelöst werden sollte. Nachdem sie total finanziert wurde und nachdem sie immer besser wurde, sollte sie plötzlich aufgelöst. Und dagegen haben wir uns dann geäußert. Somit, das war aber auch wiederum Interesse. Also es war nicht nur, es war ein ureigenstes Interesse. Und ich freue mich, dass es diese Zeitung noch gibt und hoffe, dass sie nicht lange überlebt. Wir haben aus dieser Stellungnahme mehreres erfahren, und zwar, dass die Zeitung direkte Auswirkungen hat, dass sie zukunftsweisend ist für bestimmte Leute und dass jemand an ihr reicher geworden ist, als er je dachte. Das habe ich besonders gefunden. Ausnahmen besteht in die Regel. Ja. Das ist nun verbunden mit meiner eigenen Person. 1949, im Jahr, als die Zeitung gegründet wurde, im März also, vor 60 Jahren, war mein Vater und mein Bruder, der bei der Deportation 45 nicht einmal 70 Uhr in Schäßburg. Und nun der erste Kontakt mit der Zeitung Neuer Weg. 1951, am 18. April, wurde der Vertrag für die Gründung der ersten europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl unterzeichnet. Und das war auch im Neuen Weg bekannt gegeben worden und mit der Abwehr vom damaligen Bundeskanzler Adenauer, Konrad Adenauer. Ich gehe mit der Zeitung in die Schule, auf der Bahn, ein Professor geht vorbei, sieht das Bild und fragt mich, wer ist dort abgewählt? Ich sage, der Bundeskanzler Konrad Adenauer, aber er wird stark kritisiert. In diesem Augenblick nimmt dieser Professor deutschfreundlich die Zeitung, hört mich alle an, zu allen Schülern, die wir waren. Es ist der Mann der Zukunft, es ist der große Bundeskanzler
und hat als Bundesminister Ludwig Erhard und tatsächlich nachher und diese Worte von diesem Professor sind mir ständig. Sobald ich in Klausenburg war, auf der Rechtsfakultät, habe ich mich ständig interessiert für das Werk von Konrad Adenauer und für Bundesminister Ludwig Erhard. Ludwig Erhard nämlich 1957 das Buch veröffentlicht, Wohlstand für alle. Vor zwei Wochen hat der Daniel, der ist Professor für Wirtschaft, Daniel Tajano, einen Vortrag gehalten im rumänischen Nationaltheater, habe ich ihn gefragt, warum wäre das Buch noch heute nicht übersetzt worden? Sofort, wie ich nach Bukarest gekommen bin, habe ich mich bemüht. Ich war damals mit bei Cornel Cocosu, bei der Bauernpartei und habe gesagt, übersetzen Sie, lassen Sie dieses Buch übersetzen. Es ist nicht übersetzt worden. Diana hat mir gesagt, und Mubaris, Sie wissen auch, Sie hätten das Buch in Englisch gelesen, das wäre gut. Warum nicht in Deutsch? Ich sage das im Verhältnis für die Zukunft. Vor zwei Jahren wurde vom Verlag Siwa das Buch übersetzt von Hans-Gerd Pöttering. Im Jahre 2005 war Hans-Gerd Pöttering eingeladen von der Rumänischen Akademie. Er ist der jetzige Präsident noch vom Europäischen Parlament. Und das Buch ist, es ist schade, auch von den rumänischen Juristen nicht bekannt. Ich habe das festgestellt vorige Woche beim Buchsalon. Ja, bei das tut uns sehr, das tut uns auch sehr leid, ist das die Schlussfolgerung jetzt, ja? Bitte, ich wollte jetzt nur so viel sagen noch mit der Zeitung. Im Zusammenhang mit der Zeitung, was es... Aber bitte kurz, denn es ganz kurz, ich habe meinem guten Freund im Spaß gesagt, er hat mir auch im Spaß gesagt, vor einem Jahr, wir sind verloren. Wir sind verloren, wie man nicht wusste, das Schicksal, das... der Allgemeinen Deutschen Zeitung. Und da habe ich gesagt, ihr seid verloren, nicht verloren. Ja? Ich habe immer Spaß gesagt. Warum sage ich das? Hello, gerade vor 50 Jahren habe ich teilgenommen an einem Coupe de Tir, ja, im Schießen, habe den ersten Preis gewonnen, ja, und habe weder den Pokal, weder die Reise, damals der Gratisreise nach Moskau. Der jetzige der damalige Präsident Nestor Ignat, er sagte, da doni, noi am vrut al zabut dreptul, las iară noi ar fi. Praic nou, fără a spus că acest tineret avea a venit la ziar, cum să-i dăm lui Oca. Zicăm, dar să alăt stilize. Ja? Herr Schuster, wir danken Ihnen sehr schön. Nein, in der Verteidigung der eigenen Rechte. Denn ich war mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte auf dem Laufen. Der erste Artikel lautet nämlich so: Alle Menschen sind gleich und frei geboren an ihren Würde und in ihren Rechten. Ja? Und unsere Leute haben ständig, sie haben Angst und verlangen nicht ihre eigenen Rechte. Und das war der Fall, wie ich Juliana Danku 1957 kennengelernt habe, auf meiner Radpartie um. Und habe damals Giorgio Crescu kennengelernt und viele andere, haben sie immer das, ja, die Juliana Danku wollte nach Deutschland fahren, nur auf, und dann hat sie nicht gelassen, nicht auf mich zu. Und ich bin damals für Breitenstein eingetreten für die Juliana Danku. Die, aber so ist ein großer Künstler, lassen sie nicht fahren auf Besuch. Naja, aber so wird die Wahrheit dann unterdrückt. Und nachher bin ich herumgefahren, denn es gab nicht genügend Kindergärtner für die Kinder. Danke sehr schön. Wir können jetzt. Unregelmäßige Regelmäßigkeit bei uns Kolumnen in der Zeitung, die viele Leute erfreuen. Und andere finden, also ecken ein bisschen an, aber das müssen wohl Kolumnen. Und wir freuen uns, dass wir Ihnen zuhören können. Ja, dann wünsche ich auch einen guten Tag meinerseits. Ich habe so zwei Bemerkungen vorab, die ich so festgestellt habe. Als Kolumnist sitzt man selten so weich, wie ich es heute hier in diesem Sessel tue. Und aus Herr Ehrmann Zeit hat es sich auch nicht geändert. Wenn man etwas anspricht, was nicht so gut ist, dann hat man immer auch am zweiten Tag die Leute zu Besuch, die einem sagen, das war nicht so und eigentlich hätte das anders sein müssen. Also, wir Rumäniendeutschen sind da
genauso wie unsere Deutschen aus Deutschland, wo schon Tucholsky vor 70 Jahren sagte, dass ihre liebste Beschäftigung bei einer guten Kolumne das Übernehmen ist. Ich werde auch das Motto des sächsischen Kurators beherzigen, über alles predigen, aber nicht über 20 Minuten. Also die Papiere, die Sie hier sehen, das ist eine Auswahl, das wird nicht alles vorgelesen. Und ich möchte mit einer Kolumne beginnen, die nach einem Artikel aus dem Spiegel entstanden ist, beziehungsweise nach einem Nachruf auf Oskar Bastian. Hört man meine Stimme von? Ja. Ich bin etwas erkältet. Ich muss sagen, zu Ihrem Glück, ich habe meine journalistische Laufbahn beim Radio begonnen und habe fast die Hälfte der am Mixer arbeitenden zum Selbstmord getrieben, weil ich keine Mikrofonstimme habe. Wir haben mir dann so schwemmend davon gemacht. Deutsch sprechender Rat an eine deutsch schreibende Minderheit. Der Nachruf auf den plötzlich verstorbenen Dichter Oskar Pastior war kurz gehalten im Spiel. Kurze Vita, Büchnerpreis und ach ja, seine Abstammung aus Hermannstadt wird erwähnt und dass er der deutschsprachigen Minderheit seiner Heimat angehört. Was tun sich doch die deutschen Medien schwer, wenn es um uns undefinierbare Rumäniendeutschen geht? Deutsch kommt nicht in Frage. Rumäniendeutsch, zu einfach. So greift man dann auf verzopfte, um nicht rundheraus dumme zu sagen, Redewendungen wie deutschstämmig, Deutsch-Rumäne selten oder eben deutschsprachig zu. Soweit so schlecht, am selben leidigen Thema zum wievielten Mal die Feder wetzen, bringt es auch nicht. Deswegen, liebe deutsch schreibende Medien, ein konstruktiver Vorschlag zur Güte. Wenn ihr doch über diese völlig unmögliche Minderheit im Osten, an der Schwarzmeerseite des Kontinents schreiben müsst, orientiert euch einfach an unten stehenden Katalog. Heißt einer in Temeswar oder Kronstadt aus unerfindlichen Gründen der Geschichte Müller oder Meyer, schreibt einfach von der deutschnamigen Minderheit. Etwa, die deutschnamige Minderheit besucht den evangelischnamigen Gottesdienst oder in Luthers Namen den katholischnamigen. Diejenigen, die trotz Rumänien diesen Artikel lesen können, nennt einfach die deutsch lesende Minderheit. Mich hingegen die deutsch schreibende Minderheit, gegen Ende des Artikels dann bitte die deutsch korrigierende Minderheit. Oskar Pastior hätte dir ganz ruhig die deutsch dichtende Minderheit nennen können, nur in Sonderfällen, Stichwort Kuika Chulpa, müsst ihr der ungarischen und rumänischen Minderheitsmorpheme erwähnen. Wenn ihr Rumänien lieber Goethe oder Hölderlin in Originalsprache genießt, meinetwegen noch Rilke oder Brecht, müsst ihr dann die Deutschdichtung genießen der Minderheit nennen. Wenn ihr Pech habt und derjenige auch noch Müller oder Meyer heißt, siehe oben, dann wird die Rede von der deutschnamigen Deutschdichtung genießenden Minderheit sein. Und wenn diese deutschnamige Deutschdichtung genießende Minderheit auch noch Zeitungskolumnen schreibt, dann habt ihr ein einziges Problem. Denn euer Setzer wird euch Tante Peter erschlagen und irgendwo in Kreuzberg verscheiden. Ist das euch das wert? Wenn nicht, macht es doch einfach, das könnt ihr. Schreibt von Rumänien-Deutschen oder der deutschen Minderheit und wenn ihr wieder im Lande seid, eure deutsch sprechende Urteile zu bestätigen, kommt einfach vorbei und gebt einen aus. Das wird ja ein guter Ratschlag und erfahren wir an. Die zweite Kolumne entstand anlässlich einer länger dauernden Debatte im Hermannstädter Stadtrat, als der Zoo von der Urbana, das ist die Wohnungsverwaltungsgesellschaft, von der Stadt, von einer Direktion der Stadt übernehmen werden sollte und man sich über buchhalterische Fragen da erstmal klar werden wollte. Tierische Buchhaltung heißt es. Seit der Hermannstädter Zoo von der städtischen Wohnraumverwaltungsfirma Urbana zu einer Direktion des Bürgermeisteramtes hinübergewechselt hat, lässt mir ein Gedanke keine Ruhe mehr. Wie inventarisiert man einen Zoo? Gar nicht, haha, lieber Leser, die Viecher sind öffentliches Geld und damit muss, wie Ihnen jeder bestätigen wird, verantwortlich umgegangen werden. Man stelle sich nur den Fall vor, Herr X, zeichnungsberechtigt, soll von Herrn Y den Zoo übernehmen, dessen Besitztum mit XY Hektar Boden YZ-Käfige, ein Verwaltungsgebäude, ein Direktor nebst einem Haufen Kropfzeug nur sehr unzutreffend beschrieben ist. Da müssen Buchhalter her, die alles genau vermerken, denn das sind genaue Leute. Die brauchen objektive, gesetzestreue Kriterien. Hier beginnt das Dilemma. Was genau ist ein Affekt? Inventargegenstand, ein sogenannter Mischlock fix, kann er nicht sein. Er springt ja herum. Verbrauchsgut, konsumabile, käme der Wahrheit schon näher, jedoch passt er dann nicht in die Preiskategorie.
wenn man die ethische Frage mit beachtet, und zwar, dass auch Tiere eine Seele besitzen, müssen sie angestellt werden. Stellen Sie sich vor, eine Affengewerkschaft, Affen als Vorgesetzte, einfach unmöglich. Dazu kommt noch, dass nicht alle Tiere über einen Kamm geschoren werden können. Ein Löwe ist doch schließlich mehr wert als ein Iltis, ein Krokodil mehr als ein Pelikan. Und natürlich, der Preis wird durch Nachfrage und Angebot geregelt. Ein plappernder und bunter Papagei wird mehr gelten als ein melancholisch dreinblickender Dachs. Ist erst einmal die Kategorie gefunden, müssen die Tiere identifiziert werden. 9 Tiger als Eintrag reichen bei weitem nicht. Was, wenn ein korrupter Direktor 5 bengalische Tiger nimmt, verscheuert und an deren Stelle 5 normale Haustiger nimmt? Also müssen Kriterien her, die folgendermaßen aussehen können. Wildschwein, braun, langborstig, 2 Hauer, weißer Fleck auf den Hinten, Schinken, hört auf den Namen Isabella, oder Krokodil, 234 Zähne, mehr grün als lang, kurze, krumme Beine, zwinkert gerne blonden Besucherinnen zu. Doch das Komplizierteste kommt noch, die Tiere brauchen eine Inventarnummer. Das wäre ja noch schöner, würden alle Buchhalter der Welt sagen, ich unterschreibe für den Leoparden und der schlägt sich einfach in die Büsche. Oder womöglich steckt ihn ein Kind ein, man weiß ja, wie Kinder sind. Nein, das geht nicht, gar wenn ein Einbrecher kommt. So ein Käfig schützt doch nicht wirklich. Im Handumdrehen sind die Stäbe durchgesägt, der Leopard weg und ich darin bezahle. Also muss jedes Tier eine Inventarnummer tragen. Doch wie? Bei den Tigern und Zebras erübrigt sich die Diskussion. Die haben den Strichcode von Natur aus und werden dann einfach beim Handscanner, auf keinen Fall Flachbettscanner, eingescannt. Doch was macht man mit den Leoparden? Strichscanner gibt es, Rundscanner noch nicht. Und mit den Krokodilen tut man ihnen einfach einen Knopf ins Ohr, wie den Steifdaddys oder wie es die EU von unseren Kühen fordert. Und woher kriegt man eine genügende Anzahl Wärter her, um die Gefressenen ersetzen zu können? Oder sollte man es unkompliziert machen und den Viechern die Inventarnummer mit Ölfarbe auf den Rücken pinseln? So wie es in manchen staatlichen Institutionen bei Tischen und Stühlen auch heute noch gang und gäbe ist. So könnte der Gorilla dann mit seinem roten Nummer INF 4000-4569 auf dem Rücken herumlaufen und wäre im Falle eines Auk- oder Einbruchs sofort als dem Zoo zugehörig zu erkennen. Wobei das Kenntlichmachen der Tiere zusätzlich ein hohes Finanzpotenzial birgt. Man könnte einfach Tierrücken und Borche als Werbeflächen vermieten. Und so könnten die Kamele für Mobilfunkfirmen werben. Doppellogos wären bei der zweihöckrigen Ausführung kein Problem mehr. Hyänen für die Anwaltskanzlei B und Partner. Und die Bären für die Industrie- und Handelskammer. Wie man sieht, ist das Problem vielschichtiger, um in weniger Zeilen erschöpft abgehandelt werden zu können. Doch für all jene, die vom Fach sind, zuletzt eine kurze Rechenaufgabe. Berechnen Sie bitte, in wie vielen Jahren ein Panda amortisiert ist, wenn seine mittlere Werbeeinnahme 8,9% der Festkosten ausmacht, unter besonderer Berücksichtigung der steigenden Gaspreise. Aber man hört, ja. Die nächste Kolumne entstand anlässlich eines sehr peinsamen Missgeschickes, und zwar hat sich meine Geldtasche plötzlich selbstständig gemacht und da war auch mein Führerschein weg. Ich sollte jetzt einen neuen Führerschein machen und es wurde mir versprochen, ja, das geht viel schneller, als wenn man jetzt neu alles machen müsste. Man muss nur einige kleine Formulare machen. Und zwar ist aus dieser Macht des Amtsschimmers eine Opera Buffa in 5 Akten geworden, mit den dazugehörigen Arien. Erster Akt, Rodolfos Haus. Ein düsteres Vorspiel, böses Droid. Ein Telefon auf dem Tisch. An der einen Seite Rodolfo, dessen Führerschein verloren ging, an der anderen Seite Thibaut, ein Bär. Rezitativ des Thibaut. Sie brauchen dies, Sie brauchen das, gehen Sie zu dem Büro der Kopiatakte hinter der Polizei, führen Sie alles aus, dann kommen Sie zu uns. Rodolfo, naive Arie, Libiamo, Libiamo, alles geht schnell vorbei. Zweiter Akt. Büro der Kopiatakte. Auftritt mürrischer weiblicher Sparafucine. Arie, halten Sie den Mund, fragen Sie nicht so viel, führen Sie das aus und belästigen Sie uns nicht mehr. Immerhin, die 1,30 Lee für 4 Seiten nimmt sie gnädig an. Kurzes Überschlagen im Kopf von Rodolfo. Die Copyshops vor der Uni nehmen 5 Bani pro Seite und machen dabei Gewinn, sonst würden sie es ja nicht tun. Bei 30 Bani pro Kopie ein Aufpreis von 500%. Ein einträgliches Geschäft, aber es sind ja auch Sparafucci. Erstes Wehklagen bei durchsichter Kopie.
ein Bogen, der von 8 Ärzten gestellt wurde und unterschrieben werden muss, ein Vordruck für 2 Zeugenaussagen, dass der Führerscheinbesitzer einen Führerschein besessen hat, ein Gesuch an den Kommandanten um die Ausstellung eines neuen Führerscheins und ein Gesuch an das Amtsblatt, den Verlust des Führerscheins anzuzeigen. Tragische Arie des Rodolfo, o permesso tu più non torni. Dabei unterschätzt er den Vordruck mit dem Amtsblatt, was sich im nächsten Akt bitter rächen sollte. Akt 3, Polizeipost. Nach Ausfüllung des ersten Teils des Amtsblattvordrucks muss Rodolfo damit zur Polizei, damit diese den zweiten Teil ausfüllen, das sind die Daten des verlorenen Führerscheins, den die Polizei auf dem Computer hat. Weshalb also die 2 Zeugen? Weitere Zeit zum Nachdenken bleibt nicht, denn der Beamte erklärt geduldig, was damit zu tun sei. Rezitativ des Beamten. Sie gehen zur Post, überweisen 12.15 Uhr das Amtsblatt und die Quittungen, die Sie bekommen, mit diesem Formular in einen Briefumschlag, schicken den Eingeschriebenen an das Amtsblatt, den Nachweis bringen Sie uns wieder mit. Vergessen Sie nicht, meinen Check 45 Lev für die Ausstellung des Führerscheins zu zahlen und zum Automobilclub Acere zu gehen und Sie ein Führerscheininhaberzertifikat tippen zu lassen. Wenn Sie das alles haben, kommen Sie wieder zu uns. Rodolfo nimmt den Bus zur nächsten Post, kommt gerade zu Schichtwechsel, der Schalter der Überweisungen macht, hat für eine halbe Stunde zu. Ein anderer Schalter kann das natürlich nicht. Freundliche Arie geflötert von Rodolfo. Ich hau alles zusammen, ich hau alles kurz und klein. Freundliche Mimi, in die er beschließt, sich infolge des Altersunterschiedes nicht zu verlieben, gibt ihm ein Formular und tröstet ihn, die Ausführung wird sicher nicht weniger als eine halbe Stunde dauern. Was steht? Dann bekommt er die Quittung und einen Briefumschlag und ein weiteres Formular und eine weitere Quittung. Nach einer halben Stunde verlässt Rodolfo die Post glücklich mit der Arie Halleluja, Halleluja. Vierter Akt, Check Acere. Beim Check werden die 45 Lei schnell und professionell von Hand quittiert. Weshalb dann die ganze Rechentechnik auf dem Tisch? Rodolfo beschließt nicht, danach zu fragen, um sich das Leben nicht weiter zu komplizieren. Dann schnell zum Acere, wo infolge der vergangenen Feiertage Partystimmung herrscht. Nach einigen Verzögerungen, wenigstens laufen im aufgestellten Fernseher Telenovelas, so langweilt sich der Kunde nicht, wird das Formular schön mit der mechanischen Schreibmaschine getippt. Zur Klammer dieser Kolumne entstand vor 3 Jahren. Zum Service gehörte auch das Sortieren der Akten in der Reihenfolge, in der sie die Beamten bei der Polizei haben möchten. So. Fünfter Akt, erneut Polizei. Akten werden angenommen. Rodolfo wird fotografiert. Rodolfo unterschreibt. Rodolfo kriegt eine zeitweilige Fahrerlaubnis, bis er den neuen Führerschein abholen darf. Dass diese nur ein gestempeltes Stück Pappe ist, die aussieht wie Weiland, die Lebensmittelkarten, stört ihn weiter nicht. Er darf wieder fahren. Juwelen, Arie, A, Jury. Lautes Jubilieren, weithin zu hören. Na, wer glaubt, dass es heutzutage keine Stoffe mehr gibt für eine Oper? Ihr. Vorliegende wahre Begebenheit ist nur eine Kurzfassung der Geschichte, um nicht eine Epopöe draus zu machen. Der Wurm dieser Begebenheit steckt wie auf dem System. Dem Beamten ist nichts vorzuwerfen. Sie sind freundlich und versuchen wirklich behilflich zu sein. Aber sie haben ihre Vorschriften und keiner in Sicht, der den Amtsschimmel an die Kandare legt. Oder noch besser zum Pferdesalat verarbeitet. Noch eine Kolumne zum Thema Formularistik ist letzte Weihnachten entstanden, also ist noch ganz frisch, wie man sieht, der Amtsschimmel stirbt nicht aus. Auch in unserer Privatwirtschaft, wo man eigentlich meinen sollte, dass das keinen Platz mehr hat. Das Formular und der Kriegsbau. Man kann die Naivität mancher Zeitgenossen gar nicht genug bestaunen, was sich manche einbilden. Vor einigen Tagen ging ich einer meiner Lieblingsbeschäftigungen nach und stand mir an der Kasse eines großen Baumarkts die Beine in den Bauch. Vor mir stand ein Herr mit einem Christbaum in der Hand und als er dran kam, stellen Sie sich nur diese bodenlose Naivität vor, dachte er, er könne bezahlen und einfach so mir nichts, dir nichts mit der Tanne davon machen. Aber nichts da. Um eine Tanne im Baumarkt zu kaufen, muss man erst einen Lieferschein ausgestellt bekommen, die nach 4 Vordruck in dreifacher Ausfertigung, auch wenn man die Tanne selbst transportiert. Und schon wurde der Herr erkennungsdienstlich behandelt. Name, Vorname, Cenepe, Erfolgung. Ausweises, Adresse, Höhe der Tanne in Zentimeter, Autonummer, Automarke. Jawohl, Automarke. Während der Herr brav Rede und Antwort stand und man buchstäblich sehen konnte, wie seine Naivität verrauchte,
bildete sich eine fröhliche Schlange quer durch den Laden. Lauter frohe Menschen standen in Grüppchen zusammen und zählten die ihnen bekannten Heiligen auf. Auf meine Nachfrage, ob diese Maßnahme dem Schutz des rumänischen Waldbestandes diene, zuckte die Kassierin mit den Schultern und gab das Allzweckargument. So müssen wir es machen. Und die Tanne stamme übrigens aus Österreich. Ich muss zugeben, mir hat diese Amtshandlung gefallen. Es war ein kurzweilig und lehrreich zugebrachter Vormittag. Doch ehrlich gesagt, mir gehen diese Maßnahmen nicht weit genug. Warum muss ein frisch gebackener Tannenbesitzer einen Lieferschein ausführen und ein Kerzenkäufer nicht? Müsste nicht sicher gegangen werden, dass nach der Mühe von abertausend Bienen die Kerzen mit den ihnen zukommenden Respekt behandelt werden? Zum Beispiel sollte man anhand der auszufüllen, deine Automarke verbieten, dass eine Kerze von einem Kleinwagen nach Hause gefahren wird. Wenigstens eine C-Klasse oder ein 5er müsste es schon sein. Variieren könnte man den Grundsatz bei den Besenkäufern. Eine Rubrik für die Art des Kehrichts, den sie zusammenzukehren gedächten, müsste hin. Auch sollte sichergestellt werden, dass diese nur vorhaben, vor der eigenen Tür zu kehren. Ansonsten wäre ein Aufschlag fällig oder sogar ein zweites Formular. Und was man bei den Bohrmaschinen alles hinschreiben könnte, wage ich mir gar nicht auszudenken. Morgen schon werde ich wieder in den Baumarkt gehen und dessen Leiter meine diesbezüglichen Gedanken mitteilen. Ich werde an der Kasse warten, bis wieder ein Naiver mit einem Christbaum anrückt und zusehen, wie der Amtsschimmer glücklich galoppiert. Und du, Felix Austria, magst ruhig sein. Die Supermärkte in Rumänien wachen über deinen Baumbestand. Eine weitere Kolumne, die zum Thema Dummheit kommt, Dummheit diesmal im Speziellen, entstand, als ich einmal sah, wie man in Hermannstadt das Rektoratsgebäude restaurierte. Und ja, es sind da so ein paar schöne Verzierungen drauf gewesen und wie man die ein wenig schön machte. Darüber an. Wenn Dummheit auf Akanthus bleibt. Im Prinzip freue ich mich, wenn ich Bauarbeiter am Werkplan sehe. Nichts demonstriert augenfälliger, dass es in die gute Richtung geht, als Baukolonnen, die Häuser bauen oder sie instand setzen. Die letzten Instandsetzungsarbeiten, die ich live erleben durfte, treiben mir jedoch den Adrenalinspiegel hoch, etwa in die Höhe, wo große Wut in Blinden übergeht. Jeder Heimatstädter kennt das ehemalige KUK-Korpskommando in der Schädelskasse, das jetzige Rektorat der Lucian-Blaga-Universität. Ein repräsentativer Bau aus der Zeit, als die Welt noch in Ordnung war und das Können eines Baumeisters nicht in den Tonnen Beton gemessen wurde, die er pro Stunde an potthässlichen Fassaden zu verschmieren vermochte. Die Leitung der Uni hatte wohl beschlossen, den Zaun wieder schön zu machen. Zu diesem Zweck sollte die Patina oder was auch immer von den Sandsteinornamenten entfernt werden. Wie macht man das am besten? Mit Sandstrahlgebläse? Lieber, bist du so naiv? Natürlich mit dem Hammer. Nun, man muss kein Architekt sein, um zu wissen, was passiert, wenn schwierige Maurerwände Sandsteinornamente mit 2 Kilo Hammer abklopfen. Sie gehen zum Teufel. Trotzdem haben sie es geschafft, nur ein Viertel der Sandsteinornamente zu zerschlagen. Die meisten widerstanden und auf manchen zeigten sich noch die Akanthusblätter, mit denen...